Libertas Haus. Hallo, hier bin ich mal wieder und neben mir seht ihr gerade Egon, die sich gerade neben mich aufs Sofa legen will. Aber ich würde sagen, nachdem der nächste Abschnitt relativ lang ist, fangen wir auch gleich an. Bist du jetzt auf meinen Schoß oder was? Stinky Binky. Gremlitz, Frühsommer 2014. Corinne sitzt auf der Koppel unter einem Baum und sieht den Pferden zu. Hier im Naturschutzgebiet ist nichts zu hören als die Geräusche der Pferde, deren Kauen, Schnauben, das seidige Sirren der Schweife, wenn sie nach Fliegen schlagen, überspielt von den vielfältigen Gesängen der Vögel. Eine unglaubliche Vielfalt, eine Kakophonie, die die einzelnen Töne verschwimmen lässt, zu einem irrsinnigen Lied von Lebensfreuden, Liebe, Wachsen und Blühen. Der Frühling hat seine ganze Kraft entfaltet und zeigt sich von seiner allerschönsten Seite, bevor die Natur sich zurückzieht in die glutvolle Hitze des Sommers und sich deckt und duckt unter der unbeugsamen Kraft der Sonne. Corinne liebt diese Zeit. Sie lebt diesen Ort, die Stille, die Natur, die Einsamkeit. Vielleicht und vor allem, weil sie weiß, dass es endlich ist. Ihre Zeit in Libertas Haus läuft ab. Alle Zeichen stehen auf Abschied. Sie weiß, dies wird ihr letztes, ungeheuerliches, gewaltiges, blühendes Frühjahr sein. Die letzten Fohlen, die hier geboren werden, sowie die kleine schwarze Stute Eisstern, die mit langen, schlaksigen Beinen neben ihrer Mutter herläuft, ab und an der im Gras sitzenden Menschenfrau einen neugierigen Blick zuwirft. Ein sonderbares Tier, die Kleine. Nicht besonders schön, mit eher ungelenken Bewegungen, wie ihre Geschwister, aber vom edlen spanischen Blut und wird die schöne, graue Farbe ihrer Mutter annehmen, wenn sie älter ist. Corinne wird sie behalten. Sie soll nicht verkauft werden, sondern als Zuchtstute bleiben. Die Weinmüllers haben in Halle eine neue Wohnung gefunden. Sie haben den Vertrag schon unterschrieben und räumen und sortieren und bringen jeden Tag andere Dinge, die Corinne vielleicht brauchen kann, und häufen eine ungeheure Menge Sperrmüll vor dem Wehehof an. Ein Leben entrümpeln. Ein Leben, das immer an diesem einen Ort stattgefunden hat. Was für eine Aufgabe. Corinne spürt die Trauer und den Schmerz der beiden, aber auch die Aufregung und den Mut, der mit jedem Tag stärker wird und ungeduldiger, diesen für sie schließlich unfreundlich gewordenen Ort zu verlassen. In ein paar Wochen ist der Prozess, der wie Zimmermann befürchtet nicht zu gewinnen ist. Und dann, wenn es so kommt, der Aufbruch. Aufbruch in eine Zukunft, die ungewiss ist. Wo soll sie hingehen? Zurück nach Bayern? Dann doch ins Ausland? Mit den Pferden? Ein schier hoffnungsloses Unterfangen. Hier bleiben, das Angebot diesen Grafen annehmen und nach Ehrlichstädt? Irgendetwas in ihrem Kopf weigert sich, konstruktiv über diese Frage nachzudenken. Sie will nicht fort hier. Sie liebt diese Gegend. Sie ist noch nicht so weit zu gehen. Sie fühlt sich Libertas Haus auf eine unerklärliche Art verbunden und sie liebt diese Landschaft. Dieses Land, das rau ist und doch lieblich, das wild ist, vernachlässigt und sich selbst überlassen, aber doch freundlich und angenehm. Uralte Kulturlandschaft. Vor ihr sieht sie die Ruinen von Petrice, ein Dorf aus der Vorzeit, menschliche Spuren in all der Wildnis, die ihr Spiel spielt mit der vergänglichen menschlichen Geschichte. Früher, erzählen die Weinmüllers, sind die Leute hier zum Picknick gekommen, am Sonntag, mit der ganzen Familie. Gegessen, getrunken, die Kinder hatten einen Ball mit und haben laut und wild gespielt. Die Alten saßen zusammen auf Decken und Kissen und haben von vergangenen Zeiten erzählt. Vom Pasta-Gesicht, dem kantigen Felsen, auf dem einmal die Thingstätte von Petrice war und später eine Kirche, predigt ein Pfarrer donnert vom Untergang der Welt. Hinter dem Wäldchen liegt der Geigenstein, auf dem die Räuber von Gremlitz gehängt wurden, die Unschuldigen auf der Landstraße nach Bredwitz aufgelauert haben und unermessliche Schätze erbeutet haben, die sie mit der goldhaarigen Wirtin vom Gasthaus auf der Klippe versoffen haben. Tief hinten im Dickicht liegt eine verborgene Quelle. Aus den Felsen sprudelt klares, kaltes Wasser, das oft im Sommer schon den Durst gelöscht hat und zu der die Jungfrauen schweigend für das Osterwasser gekommen waren. Früher. Heute kommt niemand mehr hierher. Die Gremlitzer sind alt und der Weg hierunter beschwerlich. Die Familien fortgezogen, die Asche der Räuber längst verstreut. Der Untergang der Welt fiel aus. Osterwasser holen ist ein vergessener Brauch und die Natur hat sich zurückgeholt und verborgen, was nicht offen ersichtlich ist. Alles ist überwachsen und vergessen,
Erst die Pferde haben wieder Zugang geschaffen durch die Wildnis. Sie, Corinne, wollte ein Teil werden. Ein Teil der Natur, aber auch ein Teil des Werdens und Vergehens. Aber sie ist ein Fremdkörper geblieben. Ein Fremdkörper in dieser Landschaft, die keine Menschen braucht. Und ein Fremdkörper in diesem Dorf, das ihr mit Angst und Misstrauen begegnet und die Veränderungen fürchtet, die sie mitbringen könnte. Ist dies ein Ort, an dem die Zeit stehen bleibt? Nein, denkt sie, noch nie hat sie das Werden und Vergehen von Zeit so gespürt wie in der Ursprünglichkeit von Grömlitz. Wahrscheinlich liegt in all dem die Fremde, die sie ausstrahlt. Das Sehen von außen, das Bewundern, das Freuen, das Lieben. Nichts ist ihr hier alltäglich geworden, alles eine Herausforderung, etwas Neues. Sie war nicht lang genug hier, um Alltäglichkeit zu empfinden, Gewöhnung oder gar Langeweile. Seufzend steht sie auf und streckt sich. Sie wird sehen. Sie werden alle sehen, wie es weitergeht. Und weitergehen, das tut es immer. So, das war's auch schon von heute. Egon, alles gut bei dir? Oh ja, also ich meine, man sieht schon, Corinne befasst sich langsam mit der Möglichkeit, dass es ja passieren könnte, dass sie von Libertas Haus weg müssen. Was sie natürlich nicht besonders toll findet, weil sie halt schon sehr viel über die Geschichte daraus gefunden hat. Und an sich gefällt ihr ja auch alles total gut in Libertas Haus. Und es ist ja an sich ideal für die Pferde und das Haus und alles. Aber ja, das mit den Menschen ist halt echt schwierig. Und natürlich jetzt mit dem Prozess, das ist klar. Aber so an sich, die Grundbedingungen sind halt echt perfekt. Aber naja, ich weiß nicht, ich bin immer so ein Mensch, der sagt, man sollte bis zuletzt hoffen. Obwohl ich auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ich bin nicht unbedingt ein Pessimist, aber ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, würde ich mich schon langsam konkret Gedanken machen, wie es weitergehen soll, weil ich so ein Planungsmensch bin. Also ich bin kein Mensch, der offenen Augens irgendwo reinrennt und sich denkt, ach, wird schon alles gut gehen. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht so genau, sondern ich bin eher so ein Mensch, der sagt, naja, lieber schon mal einen Plan B und am besten noch einen Plan C. Und man weiß ja nicht, ob der Plan B dann funktioniert. Aber natürlich würde ich trotzdem volle Kanone immer noch hoffen, dass sie in Libertas Haus bleiben. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich jetzt in der kommenden Woche gibt's nochmal ein Niki-Video. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, dass wir das gedreht haben. Da waren wir, für mehr, ich fahre da gar nicht mit, aber unsere Mitarbeiter waren mit Niki im Zirkus. Das wird es auf jeden Fall jetzt die kommende Woche geben. Also das Video kommt jetzt Sonntag online. Also nächste Woche kommt das Niki-Video und dann will ich mal versuchen, euch ein Babys-Video zu drehen für die Woche danach, weil wir haben nämlich bei uns im Stall zwei Fohlen, die jetzt auch schon nicht mehr so ganz frisch geboren sind, aber ich finde sie viel süßer, wenn sie schon so richtig rumrasen, obwohl sie auch ganz schön gefährlich manchmal sind. Und wir haben ganz viele Katzenbabys und das werde ich euch auf jeden Fall auch filmen. Und dann wartet noch eine ganz große Überraschung. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das vor dem Babys-Video noch online stelle oder nicht. Das kann ich noch nicht versprechen, das müssen wir auch erstmal nächste Woche drehen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch ganz gespannt sein, weil ich habe nämlich was richtig, richtig Spontanes getan, was ich auch bis jetzt nicht bereue. Aber dazu muss man sagen, Spontanität ist nicht gerade meine Stärke. Also ich bin echt mehr so der Planungsmensch. Aber es ging da so ein bisschen um Leben und Tod. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen und ich werde dann auch immer Aktualisierungen dazu drehen. Ja, seid einfach gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!